Hallo ihr Lieben, ich habe vorher schon mal eine kleine Runde gespielt gehabt, aber also was ich herausgefunden habe, ist, dass es noch nicht richtig eingestellt ist. Sondern dass wir es nach ganz, ich glaube, es ist Westen, drehen müssen. Allerdings, ja, jetzt kommt hier das Signal. Aber ich bin absolut nicht auf die Koordinaten gekommen. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wie man das genau liest. Macht man es ab hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oder ist das hier dann das die 8? Weiß aber, dass die. Ich habe in der Lösung geschaut. Dass das richtige 8015 ist. Wahrscheinlich 0 wegen dem hier. Und die 8 vielleicht von hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ich weiß auch nicht. Und 5. 1, 2, 3, 4. Nee. Nee, tut mir leid. Ich verstehe es immer noch nicht. Also, wenn es jemand versteht, mir darf man es gerne in die Kommentare schreiben. Dürft man allgemein gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ja, weiter habe ich noch nicht gespielt. Ich hoffe auch, das stimmt so. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Aber es war wirklich. Ich habe ewig, ewig, ewig lang darum getan. Ja, ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben und auch was ihr zu dem Spiel zu sagen habt, was ihr davon hält. Ja, würde mich freuen. Ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass ich sie je wiedersehe. Das Schicksal geht so seine Wege. Also, das Boris, hatten wir ja schon, ne? wie funktioniert der Schleudersitz? Man muss die exakte Richtung des Zugs ermitteln und die Koordinaten ins System eingeben. Nun denn, bis auf ein anderes Mal, Boris. Viel Glück, meine Liebe. Also 8, 0, 1, 5. Jetzt bin ich gerade heißer geworden. Haargenau, Kate. Kein Zweifel, du wirst deinen Zug sicher nicht verfehlen. Ich helfe dir, dich festzuschnallen. Die erlebt so einiges. Na, du kleiner Yuki. Ah, gucken wir mal, was mit dem armen Hans ist und vor allem mit Oskar auch. Ja, geh erstmal hier lang. Hallo? Kate Walker? Hier, Colonel Emeljov. Du weißt schon, aus Romansburg. Colonel Emeljov. Oh, aber sicher doch. Woher haben Sie meine Nummer? Das ist ganz ohne Bedeutung. Kate, ich rufe an, weil da jemand zu mir gekommen ist. Ein amerikanischer Detektiv. Er stellt eine Menge Fragen über dich, den Zug, deinen Freund Vorarlberg. Ich habe nichts erzählt, aber... Colonel, diesen Mann müssten Sie ein wenig aufhalten. Wir sind in Sibirien und es ist Winter, also hier... kann die Zeit ganz schön lang werden. Der Mann wird dich nie aufspüren, Kate Walker. Danke, Colonel. Ich bin nicht so sicher, aber lieb, dass er Bescheid sagt. Und das hier, ist das eine Hand? Das ist wie ein Skelett. Das ist ja Oscar.
Oh, der Arme. Oscar, alles in Ordnung? Oscar, ich bin's, Kate. Kate Walker. Guten Tag. Oscar, nehmen Sie sich doch zusammen. Wir müssen Hans finden, so schön. Hans? Hans Vorarlberg? Ja, Oscar, Hans. Die Kate ist immer so mitfühlend. Oscar, schnell, fahren wir. Vielleicht erwischen wir diese Banditen noch. Oh je, ich fürchte, ich werde Ihnen keine große Hilfe mehr sein, Kate Walker. Aber irgendetwas muss Sie doch wieder auf die Beine bringen. Ich weiß nicht. Ich habe Hans auf einem Schlitten im Schlepptau eines Motorschlittens liegen sehen. Ivan und Igor haben ihn entführt. Es tut mir leid, dass ich nichts machen konnte. Ich wollte eingreifen, doch dieser Wüstling hat mich gepackt und in den Schnee geschleudert. Sie haben ihr Möglichstes getan. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir sie einholen. Wir müssen diese Kerle unbedingt einholen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, Kate Walker. Aber ich fürchte, ich bin betriebsunfähig. Alles klar, Oscar? Ich bin durchgefroren. Kann ich mir vorstellen. Sie werden sich gleich wieder aufwärmen, glauben Sie mir. Diese Kälte blockiert meine Räderwerke, Kate Walker. Hoffentlich ist die Lok beim Einsturz der Brücke nicht zu stark beschädigt worden. Ich befürchte das Schlimmste, Kate Walker. Bis gleich, Oscar. Ich warte auf Sie, Kate Walker. Wenn ein Automat Kate empfinden kann. Diese ganze Steuerung ohne Schlüssel zwecklos. Okay, also da können wir noch nichts machen. Und dann schaue ich mal ins hintere Zugabteil. Und wie er da steht. Ich war gar nicht damit gerechnet, dass das Oscar ist. Ich dachte, das ist ein Ast, der da drin steckt. Der zufälligerweise ausschaut wie so eine Hand. Komisch. Sieht aus wie ein Schiebepanel. Nee. An dem Eis ganz schön verwüstet. Spender, vielleicht für Oscar. Wie süß er einfach überall auftaucht. Dich habe ich eigentlich gerade nichts. Schauen wir noch weiter. Irgendwo müssen noch diese fiesen Banditen sein. Hm.
Okay, dann kriegt Oscar sein Öl. Denk mal, dass es für ihn ist. Sehen wir uns das mal an. Das tut gut. Danke, Kate Walker. Bitte nehmen Sie jetzt in Ihrem Wagen Platz. Ich bin bereit für die Weiterfahrt. Ich mache das auch immer so. Wenn ich eingefroren bin, schmier ich mich erstmal mit Öl ein und trinke da noch einen Schluck. Gut, das war jetzt klar. Könnte ja so einfach sein. Oscar, was ist los hier? Was stimmt jetzt schon wieder nicht? Oscar, was ist los? Wir können unsere Fahrt nicht fortsetzen, Kate Walker. Der Passagierwagen steckt fest. Da sehen Sie, was passiert, wenn Dilettanten meinen Zug fahren wollen. Was machen wir jetzt? Den Wagen abkoppeln. Ich werde von der Lok aus das Zugangspanel öffnen. Rufen Sie mich an, sobald Sie dort sind. Wenn der Zugang frei ist, betätigen Sie den Mechanismus und koppeln den Wagen ab. Das heißt, wir lassen den Wagen mitsamt Inhalt zurück? Ich befürchte, daran geht kein Weg vorbei, Kate Walker. Na gut, dann will ich mal, Oscar. Und Sie warten doch auf mich, bevor Sie weiterfahren? Ohne Sie würde ich niemals abfahren, Kate Walker. Gut. Es wird das sein, was wir auf dem Plan vorhin gesehen haben. Das ist aber schade, dass wir es abkoppeln müssen. So ein schöner Zug. Ich komme nicht an den Mechanismus, wenn dieses Panel nicht auf... Ja, gut. Und wollte nicht Oscar mir das öffnen? Mal gerade, ob es hier noch ein Werkzeug gibt. Immer noch so aus wie Blut hier, wie so ein Bein. Okay. Noch einmal. Okay, gut. Schauen wir mal noch mal zu Oscar. Ist hier im Bad noch irgendetwas? Also wenn man jetzt im Bad eigentlich nichts mehr machen kann, war es ziemlich überflüssig, einfach nur zum Umziehen. Aber schick schaut es trotzdem aus. Entschuldigung.
Ist das eine Band oder machst du sonst irgendwas noch? Außer süß sein? Oskar? Sie vertrödeln Ihre Zeit. Kümmern Sie sich jetzt um diese Kupplung. Ist ja gut. Ich gehe ja schon. Okay. Dann habe ich mal wieder irgendetwas übersehen. Da hinten ist dasselbe wie da, okay. Moment, nur mal sicher gehen. Da können wir auch nicht rein. Geht hier nur das eine? Aber das geht ja nicht auf. Ich komme nicht an. Guck mal gerade auf den Plan. Okay, also hier ist der Kohlewagen und da sind wir. Was ist das hier? Und da müssen wir dann irgendwas betätigen. Und hier draußen ist auch noch etwas. Drücken kann ich es aber nicht. So, kann ich das hier irgendwie abkuppeln? Abkoppeln. Er bellt auch nur. Weil hier kann ich ja echt nichts machen. In den Zug rein. Das ist auch der Wauzi? Ja. Ja, ich verstehe es gerade nicht. Mal wieder. Ich weiß wirklich nicht, wie ich diese Abdeckung wegbekomme. Weil ich kann ja auch nichts tätigen. Sie redet ja nur. Es ist nur eine Lupe dran. Keine Gabel. Ich komme nicht an den Mechanismus, wenn dieses Panel nicht auf...
Wenn mir Oskar jetzt das draußen aufgemacht, oder? Und ich muss es jetzt hier aufmachen. Doch eigentlich Oskars Zug. Warum macht nicht er das selber? Oh Mann. Gesundheit. Beziehungsweise schon Wurzel, Kate. Kann er was hinsetzen? Nicht an den Mechanismus, wenn dieses Panel nicht auf... Nee, ich komme gerade wirklich nicht drauf. Denn noch irgendwas betätigen? Das hat es jetzt aber auch nur gemacht, weil ich rübergelaufen bin, dem Pfeil. Da geht's auch nicht. Mich auch nicht lang, oder? Nein, ist auch nicht raus. Und die auch nicht. Der bellt nur süß. Hier komme ich auch nicht rein. Da liegt auch nichts rum. Oskar? Sie vertrödeln Ihre Zeit. Ist ja gut. Kannst du mir dazu was sagen? Nein. Kannst du mir dazu was sagen? Auch nicht. Es tut mir gerade sehr leid, ihr Lieben. Zeit ist jetzt auch gerade schon wieder abgelaufen. In der nächsten Folge komme ich ganz bestimmt weiter. Ich will mich nochmal umgucken, in Ruhe. Ja, dann bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und tschüss.